Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Tja, in der letzten Folge haben wir einige Schleichelemente drin gehabt. Wir mussten diesen komischen Micheletto verfolgen und dessen Männer überfallen, denen er ein Kostüm gegeben hat, damit unsere Assassinen die anziehen können. Und jetzt müssen wir auf das Kolosseum klettern, um einen ungerechtfertigten Mord zu verhindern. Shit. Das habe ich völlig vergessen jetzt. Ja, ist egal. Niemanden außer den Schützen. Pff. Wenn ich ein paar neugierige Augen erledige, ist das auch nicht weiter schlimm. Noch weiter auf. Ja, doch wieder runter. Okay, klettern wir hier rauf. Ist hier einer von denen? Sieht erstmal nicht so aus. Okay. Okay, über die ganzen Abgründe hier hopsen. Uiuiui. Und dann den Typ da erledigen, oder was? Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Merda. Welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Also, da unten sind einige Kreuze, aber... welches ist jetzt seins? Erst die Schützen eliminieren. Oh, jetzt habe ich es wieder nicht mitgelesen. Und sich dann in den Bereich hinter der Bühne begeben. Okay. Jetzt praktisch einfach den Weg, der uns hier von der Kamerafahrt gezeigt wurde. Heißt ja nicht, dass wir die selber erledigen müssen. Wozu haben wir unsere Assassinen? Und längst überfällige Tat.
ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, nicht vermahnt. Ob es wild ist oder tot. Oh, ich erkenne dich, des Himmels Herr. Auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und Wasser. Und meine Augen. Den letzten können wir übernehmen. Herr, wo kommt dies Wasser her? Okay. Oh je, und wehe mir. Was habe ich getan? Den Mann vor mir, vergebe mir, erschlug ich an seiner Stadt. Um Gnade, Herr, lebe ich nun. Denn ich war nicht, was ich tat. Jesus, oft hörte ich sie sagen, dass Blindheit du und andere Plagen mit deinem Segen hättest geheilt. So wie es heute mich ereilt, dir diene ich und steh dir bei. Du wirst in der Tagen drei auferstehen. Ich muss auf die Bühne. Herr, dafür bete ich. Gut. Auf die Bühne. Hier war ein Romulus Versteck. Dürfen wir hier durch, oder? Nee. Anscheinend hat irgendein Fest im Hinterland seinen Narren. Ich hasse Narren. Okay, hierher. Ach, Herrgott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Richtigen Platz im Stück finden, wahrlich, ohne Verdacht zu erregen. Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, okay. Das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. Ach, wir müssen immer den Platz wechseln, okay. Hochverehrt. So ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. Nicht schlecht. Und jetzt dort vorne hin. Okay. Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist, weise ich euch nicht ab. Centurio, ist Jesus tot? Ich dachte, ich könnte ihn mit einem Pfeilhagel erledigen, aber nein, die schießen nicht auf den. Wir waren doch schon so gut. Na schön, dann eben nochmal. Toll. Dürfen wir wieder auf die Bühne gehen. Das Romulus-Versteck blinkt zwar wieder, aber das hatten wir schon. Gut. Ach, Herrgott! Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr so, Josef, zu dem dorthin, ich und dann bin hierher. Sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. So. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. So. Geht das richtig? Stets bereit in gutem Glauben, wenn der Zins... Erwischt.
Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Toll. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Mhm. Okay. Ja, ja, niemanden außer den Schützen töten. Nur weil ich einen von einem Vorsprung aus runtergezogen habe. Naja. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Oh. Haltet die Wachen fern. Der wirkt schon. Okay, Intervention. Pietro aus dem Kolosseum und zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an dem Gift in seinen Kreislauf stirbt. Und nicht schwimmen. Hä? Fuck. Zum Doc. Wir kommen, um zu helfen! Stopp die Wachen! Okay, die vielen Menschen hier, die sorgen gerade für eine Framerate ein. Für einen Framerate-Einbruch. Aber was soll's? So, wir gehen diese Soldaten hier. Euer Retter. Komm. Na toll. Das hat nicht gereicht. Du bist ein toter Mann. Hau doch ab. Na klar. Ezio beherrscht den Chokeslam. Okay, bevor du uns hier noch abkratzt. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Okay. Es geht mir etwas besser. Ein Adalas wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Mhm. Ja. Gut. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch, ich muss den Truppen helfen. Das ist derjenige. Un momento, ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Das war er also, hä? Kleiner Bastard. Okay, der ist verdammt schnell. Ich könnte, hätte ich ihn schon längst ermorden lassen, aber... Los, haltet den fest! Ihr kleinen Würstchen-Tocken, lasst mich in Ruhe! Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Na los. Lang leben die Borgia! Ist das ein Arsch? Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Na dann schnell. Upp, falsche Richtung. Los, Ezio. Hurry the fuck up. Bring ihn nicht um. Er hat
seinen Job als Doppelagent nur etwas zu gut gemacht. Shit. Nicht schwimmen. Oh mein Gott, das gibt's doch wohl nicht. Ah, ist jetzt auch egal. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja, danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jesu diesmal 3 Tage früher auferstanden. Naja. Das ging ja mal noch gut. Schwimmen, also echt. Okay. Damit hätten wir das. Gut, und ich würde sagen, das passt gerade perfekt. An der Stelle werden wir die Folge wieder beenden. Und in der nächsten Folge gehen wir einfach hier wieder in unser Versteck. Müssen wir sowieso hin für die Story. Vielleicht können wir aber auch nebenbei noch die Assassin-Zeremonie abhalten. Also, bis dahin. Ta-ta!